So ihr Lieben, wenn wir schon dabei sind, Schalen zu machen, möchte ich euch heute zeigen, wie wir ein paar wunderschöne Strukturteller machen. Könnt ihr auch leckere Kekse, Obst etc. draufpacken. Eine Kleinigkeit zum Muttertag. Was ihr dafür benötigt, ist wieder etwas durchklappende Rasiermasse, ein Rollholz und in diesen Billigläden, die jeder, glaube ich, in seiner Stadt hat, gibt es solche Glasschalen, solche Teller. Müsst ihr rüberfühlen, ob sie eine schöne Struktur haben. Und das war es eigentlich schon. Und nachher etwas Farbe zum Bemalen. Ich stelle euch mal runter und sorry, dass ich so weiß bin. Ich schmale mich immer voll beim Modellieren. Also. So. Die Modelliermasse ausrollen, vorher schön durchkneten. Schälchen Wasser solltet ihr euch bereithalten, um ein bisschen, falls Risse drin sind, ausgleichen. Zum Ausgleichen der Risse. So. Ist heute nicht mein Tag. Nehmt euch am besten solche Unterlage, solche gummierte, dann bekommt ihr alles super ab. So. Dann legt ihr die Modelliermasse da drauf und drückt sie euch hier drauf schön zurecht. Übersteht, könnt ihr natürlich wegzupfen. Bin hier dran. Schön ruhig ein bisschen über den Rand drücken. Und glaubt mir, eure Mütter freuen sich über jede Kleinigkeit zum Muttertag. Geht ja einfach bloß darum, dass man dran gedacht hat. Meine Mutter freute sich immer über alles. Selbstgemachte Bilder, alles. Und genauso bin ich auch. Meine Mutter lebt leider nicht mehr. Ein Stück fehlt, einfach nur eine kleine Mühe ransetzen. Schiebt es euch einfach so weit zurecht, bis es euch gefällt. Ein bisschen Wasser, da könnt ihr, was ihr angesetzt habt, ein bisschen glätten. Wenn wir den Rand ja auch nicht haben. Und dann holt er vermutlich ein paar Pralinen, legt die auf die Schale oder eine Rose dazu und dann. Meine brav sein sollte das ganze Jahr über. Nicht nur zum Muttertag. Wenn ihr meine lufthärtende Masse genommen habt, die in der Mikrowelle aushärtet, dann bei ca. 600 Watt, wenn ihr die hat, am besten jemand beaufsichtigen lassen, für 10 Minuten in die Mikrowelle. So sieht's aus. So rum reinstellen und immer dran denken, wenn ihr in der Mikrowelle was aushärtet, immer ein Glas Wasser dazu,
weil sonst beginnt es zu brennen, diese Masse. So, nachdem wir in der Mikrowelle unseren schönen Strukturteller haben durchhärten lassen, einfach den Teller runternehmen und dann bekommt ihr diese wunderschöne Struktur. Rosen sind da drin. Werden wir auch gleich bemalen. Das gleiche habe ich ja mit einer Kompottschale gemacht. Die hatte auch eine wunderschöne Struktur. Wie gesagt, die gibt es im Billigladen. Kosten um die 50 Cent. Schaut mal da rein. Ich hoffe, ihr seht das. Kirschen, Weintrauben, Erdbeeren. Diese malen wir jetzt mit Acrylfarbe an. Ich habe schon mal von außen ein bisschen. Und jetzt von innen. Ganz simpel. Kommt etwas runter. Ihr benötigt dafür ganz normale Acrylfarben. Nach eurer Wahl. Grün, Rot. Und den Pinsel lassen wir erstmal fallen. Ohne Pinsel geht es nicht. So, als erstes malen wir uns mal die Trauben. Wir waren ja gerade beim Bemalen der wunderschönen Schale. Und was passiert? Mein Akku geht alle. Dass mir das mal passiert. Ich habe schon mal etwas weiter gemalt. Schaut mal, die Trauben, die Blätter, die Erdbeeren. Jetzt malen wir noch die Kirsche aus. So weit sind wir schon mal. So. Umrandet ist sie schon mal. Meine ist doch rosa umrandet. So. Ist doch schon mal schön, oder? Das ist eine Schale, die nicht jeder hat. Habe ich auch noch nicht im Internet gesehen. So. Und wir hatten ja unseren Teller gemacht. Da habe ich auch schon mal die Blätter und ein wenig die Rosen bemalt. Wie gesagt, ihr müsst auch hier nur den Strukturen folgen. Mehr ist das nicht. Die sind schon wie schick. So. Jetzt geht's ans Lackieren. Bemalt ist alles. So, jetzt muss der Kleber bloß noch trocknen. Dann habt ihr einen wunderschönen Teller. Das gleiche machen wir natürlich
unserer wunderschönen Obstschale. Natürlich will sie auch etwas glitzern. Das lässt er das Ganze dann auch einen Tag durchhärten. Ne? Zeige ich euch, wenn es fertig ist. Ist durchgetrocknet. So, unsere Schalen sind fertig. Und sie glitzern so schön. Huch, ein bisschen wirr. Aber um 0 Uhr darf man das hängen. Ich hoffe, euch hat meine Idee mit den Strukturschalen gefallen. Ja, meine Idee. Könnt gerne noch was Süßes reinlegen. Freut sich Mutti drüber. Und es muss auch nicht alles immer perfekt sein. Denn das einzig wahre perfekte Geschenk hat eure Mama ja schon bekommen. Nämlich euch. Von daher, alles andere sind nur kleine Beigaben. Habt Spaß beim Basteln. Mal sehen, was mir diese Woche noch so einfällt. Was ihr auf die Schnelle für Mutti basteln könnt. Bis zum nächsten Mal.